bedeutet für dich Demokratie? Also wie definierst du Demokratie? Demokratie ist eine Herrschaftsform, eine Regierungsform, ja? Im Vergleich zu anderen Regierungsformen, von der die Kraft, wie man so schön sagt, des Regierens vom Volk ausgeht. Also der letzte Souverän in der Demokratie sind alle Bürgerinnen und Bürger und die haben bestimmte Mitwirkungs- und Partizipationsrechte bei der Entscheidungsfindung. Wenn du sagst bestimmte? Das ist je nach Demokratieform sind das unterschiedliche. Mhm. Wenn ich das Konzept einer direkten Demokratie ist unterschiedlich zum Konzept einer repräsentativen Demokratie zum Beispiel. Und dort gibt es wesentlich mehr Entscheidungsformen als in einer repräsentativen. Ich beginne mit den Fragen zum Thema Lobbying, oder Lobbyismus, wenn man das jetzt im Deutschen oder Deutschen auch sagt. Was heißt dieser Begriff Lobbyismus oder Lobbying? Das ist eine bestimmte Form der Interessensvertretung. Entschuldigung, ich habe nicht dazu gesagt, meine Fragen werden nicht hineingeschnitten. Das heißt, könntest du die Antwort mit der Fragestellung beginnen? Okay. Genau. Also wenn ich sage, was ist Lobbyismus? Ich soll die Frage nochmal sagen, nein, oder ich sage, Lobbyismus ist. Genau, okay, ja, gut. Sozusagen, ja, damit ich das kann. Okay. Lobbyismus ist eine bestimmte Form der Interessenvertretung. Ja. Während es sozusagen gesetzliche Interessenvertretungen in bestimmten Ländern gibt, wäre der Lobbyismus eine Form der nicht gesetzlichen, der freien Interessenvertretung, die primär punktuell und anlassbezogen auftritt. Kannst du Beispiele für Lobbyismus bringen? Also welche, ja, das ist ein schwammiger Begriff. Viele stellen sich vor, unter Lobbyismus, ach, diese bösen Wirtschaftstycoone, die dann irgendwie einen gut aussehenden mit einem dicken Briefcase voller Geld in die Lobby schicken. Ja. Fangen wir mal mit dem Vorurteil an. Das gemeinhin auf der ganzen Welt geltende Vorurteil ist, dass Lobbyismus etwas zu tun hat mit Menschen in dunklen Mänteln, mit aufgestellten Krägen, ja, tief ins Gesicht gezogenen Hüten, die schwere Geldkoffer zu Politikern tragen und ohne diesen Geldkoffer wieder nach Hause gehen und dann passieren irgendwelche Dinge. Ja. Das ist Lobbyismus nicht. Ja. Für den Lobbyismus gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Beispielen entlang einer sehr, sehr üppigen Bandbreite. Ja. Es gibt auf der einen Seite das berühmte Auftragslobbying, wo sozusagen Organisationen, Einzelpersonen oder Betriebe jemand für sich beauftragen, um einen Auftrag zu bekommen, Lobbying zu betreiben. Also ihre Interessen im Rahmen eines Vergabeverfahrens zum Beispiel zu vertreten. Ja? Anderer sozusagen Bereich ist der Bereich des gesamten Politlobbyings. Sozusagen dort ist die Zielperson nicht eine Stelle, die einen Auftrag vergibt oder ein Unternehmen, sondern dort sozusagen ist die Zielgruppe, die man anlobbyiert, eben die Politik oder die öffentliche Verwaltung. Das können Personen einer Partei sein, das können Mitglieder des Parlaments, also Abgeordnete sein, das kann ein Ministerbüro sein. Dort geht es darum, dass bestimmte Interessensgruppierungen, und zwar nicht nur Firmen, ja, können auch private Bürgerinitiativen sein oder eine Gemeinde, die etwas gegen eine Autobahn irgendwie Abfahrt hat, ja, ein bestimmtes Interesse gegenüber der Politik artikulieren wollen, um ihr Interesse auch durchzusetzen. Ja, also wie gesagt, es kann genauso gut sein, dass eine Grüngruppierung sagt, ich möchte nicht, dass das Kraftwerk Hamburg gebaut wird und daher ein Lobbyingprojekt aufsetzt. Es fällt ganz genauso in die Kategorie Lobbying, wie ein Unternehmensverband in Brüssel sagt, ich möchte, dass die Chemierichtlinie anders aussieht. Das heißt, du definierst Lobbying als Interessensvertretung unterschiedlichster Art, um hier konzentriert sozusagen die Meinung zu vertreten. Nun kommt das Wort aber Lobbying vom Wortstamm, das zu analysieren, von dem Vorzimmer. Also traditionell kommt der Begriff daher, dass eben sozusagen im Vorzimmer der Abgeordneten in der Lobby hier versucht wurde, eben die eigenen Interessen, aus welchem Lager die dann auch waren, den Abgeordneten näher zu bringen. Genau. Genau. Nun ist aber der Vorwurf sozusagen oder eben die Kritik, dass bei Lobbying, dass Lobbying sehr schnell am demokratischen Instrumentarium vorbeigehen kann, weil klassischerweise, ich weiß nicht, eine grüne alternative Bewegung natürlich sehr viel nicht die Finanzkraft hätte, um hier auch im selben Maße, also aufgrund der mangelnden Finanzkraft, haben gewisse Bevölkerungsgruppen oder gewisse Bürgerinitiativen weniger Möglichkeiten, hier über die Lobby, über diesen Mechanismus des Lobbyings Einfluss zu nehmen. Und dass das eigentlich das Undemokratische ist, nicht das Lobbying an sich, sondern einfach, dass Großkonzerne oder große Interessensverbände
die Ressourcen, ob Geld oder Zeit, weil mit Geld kannst du dir Zeit kaufen, viele Leute kaufen, und dass das eigentlich das Undemokratische ist und deswegen am demokratischen Instrumentarium vorbeigeht. Ist per se ein Vorwurf, den man so in keiner Form eigentlich irgendwie gelten lassen kann, aus einem ganz simplen Grund. Ja. Ich muss mir keinen Lobbyisten nehmen oder anschaffen oder mich einer Gruppe oder einer Hilfe bedienen. Ich könnte es theoretisch ja selber als derjenige, der ein Anliegen hat, dieses Anliegen auch selbst vertreten. Also wenn eine Bürgerinitiative bei einer bestimmten Gemeinde verhindern möchte, dass es dort eine Autobahnabfahrt gibt, weil die sagen, wir sind als Anrainer davon betroffen, und da sind 150 Leute betroffen und die schließen sich zusammen, werden sie vielleicht auch 3-4 Vertreter haben, die dann tatsächlich zum Bürgermeister gehen und ihr Anliegen dort kundtun. Und wenn der Bürgermeister sozusagen die aber nicht hören will, dann wird man sich die Frage stellen, was für Maßnahmen überlegen wir jetzt. Wir machen vor dem Gemeindeamt eine Demonstration, wir gehen in die örtliche Zeitung. Ja. Das sind das dann alles Aktivitäten, die dazu dienen, ihre Interessen sichtbar zu machen und sozusagen diesen Endzweck. Und der Endzweck ist dann zu verhindern, dass die Autobahnabfahrt dorthin gebaut wird, durchzusetzen. An dem ist sozusagen prinzipiell, sich, wenn man sich da einer externen Hilfe bedient, nichts Undemokratisches. Ja. Dass natürlich sehr große Organisationen, ein großer Konzern, möglicherweise professioneller an die Sache herangeht, ja, hat per se noch nichts sozusagen mit der Ressourcenfrage zu tun, weil der einfach generell professioneller an unterschiedliche Formen der Kommunikation mit dem Markt, mit seinen Kunden und mit der Politik herangeht. Vielleicht auch deshalb tut er sich leichter, weil er, wenn er sozusagen von politischen Entscheidungen abhängig ist, wie das bei Konzernen, die einer allgemeinen Regulierung zum Beispiel unterliegen, wie im Energiebereich, im Telekommunikationsbereich, sowieso notwendig ist, dass der viel mit der Politik redet, dass wenn der dann mal sozusagen wenn es da einen Streitpunkt gäbe, wo die Bevölkerung oder Bürger anderer Meinung wären, nehmen wir jetzt sozusagen den Energiebereich und den Bau eines Kraftwerks, ja, dass der dann vielleicht sozusagen mal einen kommunikativen Vorteil hätte, das ist per se auch nichts Undemokratisches. Ja. Also wie gesagt, ich sehe keine undemokratische Vorgehensweise dadurch, dass man sich einer professionellen Unterstützung bedient, weil die ist per se einmal, wenn man ein Anliegen hat, theoretisch gar nicht notwendig. Ja, der bedient man sich erst dann, wenn man mit den eigenen Mitteln nicht mehr weiterkommt. Ja? Und in Wirklichkeit in den meisten Fällen, das wissen nur die wenigsten Leute, ja, bedient man sich nicht eines Lobbyisten oder einer Lobbyistin oder einer sozusagen Lobbyinggruppe, sondern in den meisten Fällen machen das die Unternehmen oder eben die sonstigen Vereine, NGOs oder Organisationen so oder so selbst. Ja. Hier nochmal zu diesem Vorwurf, also ich will da nachhaken, weil dieser Vorwurf doch sehr laut ist. Und hier dann eben auch. Also man hört Kommentare wie eben das vom wirtschaftlichen Lobbying, ich rede jetzt vom wirtschaftlichen Lobbying, weil hier einfach eine andere Finanzkraft dahinter steckt und die Grenze zur Korruption oftmals sehr dünn ist. Wirtschaftliches Lobbying ist, wenn ein Unternehmen etwas von der Politik möchte. Genau, also wenn es hier um große wirtschaftliche Interessen geht, wenn es weniger um wirtschaftliches, wenn ein Unternehmen etwas von der Politik möchte, wenn hinter einem Unternehmen oftmals einfach auch mehr Geld steckt, das liegt in der Natur der Sache, das ist jetzt nicht die Schuld des Lobbyisten an sich, ja. Es ist eine Frage des Systems und diese Frage des Systems will ich ja hinterleuchten, auch mit dieser Sendung. Ja. Das heißt, hier geht es darum, welche Rahmenbedingungen kann man schaffen. Darum ist es wichtig, sich so anzuschauen, wie funktioniert das. Also derzeit ist es halt so, dass das Lobbying grundsätzlich allen offen steht, aber dass natürlich Leute mit mehr Geld, Unternehmen, Konzerne, Gruppierungen mit mehr Geld, das sind normalerweise, je größer ein Konzern, desto mehr Geld steckt dahinter, kann sich hier mehr leisten. Ist an sich nicht undemokratisch, stimmt. Das System, durch das System, aber dass er sich das leisten kann, ist es für ein finanzkräftiges Unternehmen leichter, hier zu sagen, hey, wir stehen hier an, ihr habt die Expertise, Lobbyunternehmen XYZ, bitte helft uns da. Ist auch noch nicht. Nehmen wir einen konkreten Anlassfall für sowas. Mhm. Ja? Und zwar einfach ein irgendwie österreichisches Beispiel, weil das intensiv durch die Medien gegangen ist vor ein paar Jahren, die Frage der Handymasten in Niederösterreich. Da hat natürlich sozusagen die Telekommunikationswirtschaft und die gesamten Mobilfunkunternehmen, und da stecken eine Menge Arbeitsplätze dahinter und ein sehr, sehr großes Geschäft auch, sehr viel Umsatz, ein massives Interesse gehabt, dass es keine strengen Auflagen gibt von Seiten des Landes Niederösterreich, das war damals der konkrete Anlassfall, sondern die hatten ein Interesse, dass sie möglichst frei ihre Handymasten irgendwo hinstellen können. Die Politik aber andererseits hat Druck von der Bevölkerung bekommen, und da spielt jetzt sozusagen die Demokratie ganz zentral mit, ja, dass die ganz bestimmte Vorstellungen hatten, wo welche Handymasten hin sollten und wie viele das sein dürfen.
aus unterschiedlichen Überlegungen, weil sie einfach das optische Stadtbild oder das Gemeindebild gestört haben oder weil Leute einfach Angst davor gehabt haben, dass das möglicherweise krankheitserregende Strahlen aussendet. Und da hätten die Konzerne noch so viel Geld reinstecken können. Das demokratische Element ist dort, wo ja dann trotzdem die Politik am Ende entscheiden muss oder die Verwaltung, ob sie den Vorschlägen von Unternehmen folgt oder nicht. Und ich kann noch so viele Millionen dort reinbuttern, wenn die Politik das nicht mitträgen möchte, muss die Politik überzeugen, nämlich sachlich überzeugen. Ich kann die Politik nicht bestechen. Das ist unmöglich. Das ist auch sozusagen der berühmte Vorwurf, den man sagt, das Lobbying hat was mit Korruption zu tun. Das funktioniert in Wirklichkeit nicht. Ich kann nicht etwas gegen den breiten Willen der Bevölkerung oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe durchsetzen, wenn die Politik das nicht mittragen kann. Das wird ja sofort offenbar, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass diese Geschichten sehr stark medial auch diskutiert werden, also die Öffentlichkeitsarbeit spielt im Lobbying eine zentrale Rolle, weil ohne medialen Diskurs, ohne medialen Streit um ein Thema, man ja auch nicht zu einer Lösung kommen kann. Das heißt, in Wirklichkeit geht dieser Undemokratievorwurf ins Leere, weil ja am Ende des Tages die Politik ja immer entscheiden möchte oder ein Verwaltungsgremium, gebe ich dem Wunsch oder dem Anliegen nach oder nicht nach und muss Interessen abwägen. Und das Interessenabwägen ist ja ein zentrales Element der Demokratie, dass am Ende des Tages ein Interessensausgleich stattfindet. Ja? Ich verwende in Anbringung trotzdem noch ein anderes Beispiel. Das ist zum Beispiel dann, wenn es um sehr viele Arbeitsplätze geht, CO2 in die Richtlinie. Ja. Bringen wir das Beispiel eines großen Stahlkochers im Umfeld einer großen oberösterreichischen Stadt, ja, der dort einfach x-tausende Arbeitsplätze und mit den Zulieferbetrieben x-tausende Familien dort absichert. Der geht natürlich über seine Interessensvertretung und da gibt es in dem Fall die Industriellen Vereinigung ganz offiziell zur Politik und lobbyiert dort an und sagt, wir lösen das Werk da auf und gehen in den Osten, wo die Auflagen nicht so sind, wenn ihr uns nicht in irgendeiner Form unterstützt. Und das ist eher die Frage, die dahinter steckt. Das ist nicht sozusagen die Frage, wie viel Geld die ins Lobbying stecken, sondern wie viel wirtschaftliche Macht dahinter steckt, wie viele Arbeitsplätze dranhängen, wie viele Einzelschicksale dranhängen. Da tut sich die Politik dann schwerer, einen Interessensausgleich herzustellen. Aber auch das ist nicht undemokratisch, denn es gibt dort in der Region einfach ein nachhaltiges Interesse, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch aller Bürger, die dort wohnen, ja, dass deren Wirtschaftsstruktur nicht zusammenbricht. Also es ist ein sehr komplexes Thema und ist prinzipiell einmal per se, würde ich sagen, nicht undemokratisch zu versuchen, dort auch sozusagen ein wirtschaftliches Lobbying zu betreiben. Die Beispiele, die du gebracht hast, sind sehr interessante Beispiele, zeigen auch dort, wo der Bürger am direktesten betroffen ist, bringt er sich auch ein, weil er direkt betroffen ist. Heimmasten, Arbeitsplätze etc. In einem Fall von Eurofighter zum Beispiel, in einem Fall, wo auch wirtschaftliches Lobbying betrieben wird und jetzt ist ein Korruptionsvorwurf hier, ob das jetzt stimmt oder nicht, das sei dahingestellt. In so einem Fall ist es natürlich schwieriger, dass die Zivilgesellschaft aktiv wird. Die Zivilgesellschaft wird ja dort aktiv, wo sie wirklich direkt betroffen ist und wo Informationen auch herrschen. Das ist eine andere Form des Lobbyings. Das ist, was ich vorhin sozusagen bezeichnet habe als Auftragslobbying. Und da gelten auch andere Gesetzmäßigkeiten. Das muss man auch sauber unterscheiden. Ja? Also dieses nicht demokratische Prinzip beim Wirtschaftslobbying, also von Richtung von Wirtschaft in Politik, was sozusagen politische, gesetzliche Entscheidungsfindung oder eine politische irgendwie Normsetzung betrifft, den würde ich dort ausklammern. Es ist eine ganz andere Diskussion beim Thema Auftragslobbying, nämlich Auftragslobbying von Unternehmen, um einen Auftrag der öffentlichen Hand zu bekommen. Da geht es ja nicht um eine Gesetzesentscheidung und da geht es auch nicht um eine Normsetzung, sondern da geht es schlichtweg darum, dass sozusagen die öffentliche Hand als Auftraggeber tätig wird. Egal, ob es jetzt eine Autobahn baut oder Kriegsmaterial anschafft oder Computer für eine gesamte Region für Schulklassen kauft. Da stehen natürlich unterschiedliche Unternehmen im Wettbewerb, weil sie gerne diesen öffentlichen Auftrag haben wollen. Das ist so, wie wenn halt sozusagen ich einen privaten Auftrag haben möchte. Und dort bedienen sich natürlich alle möglichen legalen Mechanismen, um sich selbst in ein bestmögliches Licht zu rücken. Auftragslobbying sozusagen hat durchaus diese Komponente, die eigenen Vorzüge des eigenen Produktes darzustellen. Was abzulehnen ist, und das ist auch tatsächlich illegal ist, ja, wenn sozusagen die Grenze des Auftragslobbying dann überschritten wird, wenn es in den Bereich der Korruption geht. Also wenn versucht wird, Vertreter der öffentlichen Verwaltung, weil die Politiker treffen diese Entscheidung nicht, diese letzte Entscheidung treffen Verwaltungsbedienstete, ja, Beamte. Wenn die dann eine Entscheidung, eine Auftragsvergabe treffen, die sozusagen eigentlich gegen ihre eigenen Auflagen des Bundesvergabegesetzes oder eines Landesvergabegesetzes verstoßen, weil sie bestochen worden sind. Aber das ist ein ganz klarer Strafdelikt. Das hat mit Lobbying nichts zu tun. Und es ist zu verurteilen. Ja?
Also, und das ist nicht undemokratisch, sondern einfach illegal. Ja, das ist gegen das Gesetz und das ist auch zu ahnden und zu verfolgen. Ja, ja, es ist richtig, es gibt ganz sicher schwarze Schafe, international wie auch in Österreich, in westlichen Demokratien, wo die Grenze beim öffentlichen Auftragslobbying dort verschwimmt. Warum? Weil über viele, viele Jahre und Jahrzehnte sich dort zum Teil irgendwie mafiöse Strukturen ausgebildet haben. Der Baubereich ist sicher international schwierig, ja, weil einfach gerne irgendwo Leute irgendwie die Hand aufhalten. Aber das ist illegal. Das ist zu verurteilen und gehört in dem Moment, wo man es aufträgt, strafrechtlich verfolgt. Ganz im Gegenteil, Lobbying ist genau, um sich von solchen Praktiken abzugrenzen, wird versucht, nicht nur von Seiten der Lobbyisten, sondern auch von den Betrieben, die sich gerne einer professionellen Unterstützung dort bedienen, im Übrigen auch von NGOs, ja, und irgendwie NPOs, versucht, Lobbying möglichst transparent darzustellen. Das heißt, dass man sich erstens nur solcher Unterstützung bedient, die in irgendeiner Art und Weise zertifiziert ist, respektive, dass man bei allen öffentlichen Einrichtungen solche irgendwie Lobbying-Datenbanken einrichtet, um das möglichst transparent zu gestalten. Das heißt, dass jeder im Internet zum Beispiel einsehen kann, wann war ein Lobbyist oder ein Unternehmensvertreter, bei welchen Abgeordneten hat zu welchem Thema mit ihm gesprochen. Und das wird jetzt gerade im EU-Parlament eingeführt. Im österreichischen Parlament wird das auch diskutiert und von unserer Unternehmensseite aus vertreten wir das auch ganz massiv. Warum? Weil wir ja sozusagen einen transparenten Ansatz verfolgen. Wir haben auch nichts zum Verheimlichen. Wir sagen auch immer ganz offen, warum wir zu einem Politiker kommen, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen vertreten oder warum wir einen Politikertermin vorbereiten für ein bestimmtes Unternehmen. Ja? Das ist in Wirklichkeit auch deswegen kein Problem, weil wir ja in Österreich sogar den Lobbyismus quasi durch die gesetzlichen Interessensvertretungen sowieso schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs unter Anführungszeichen verstaatlicht haben. Was ist die Wirtschaftskammer anderes als die gesetzliche Lobbyingvertretung für alle Betriebe? Was ist die industriellen Vereinigung anders als die freie private Lobby aller Großindustriebetriebe? Was ist der ÖGB anderes als Österreichischer Gewerkschaftsbund, als quasi die Lobby aller Arbeitnehmer, die dort Mitglied sind? Also da gibt es nichts zum Verheimlichen in dem Sinne. Ja. Apropos Transparenz, wie du eben schon gesagt hast, also in der EU wird jetzt hier das eingeführt, dass es einfach mehr Transparenz gibt. Also du hast das eigentlich ohnehin schon gesagt, also mehr Transparenz auch für die eigene Credibility, das ist wichtig. Ja. Mehr Transparenz auch dafür, um sich auch sozusagen von den schwarzen Schafen abzugrenzen. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, rund um einen Lobbyprozess eine Auftragsvergabe organisiert für 90.000 Euro eine Pressekonferenz, weiß die gesamte Branche und jeder, der das schon einmal gemacht hat, dass das ein Humbug ist, weil das einfach nicht kostet. Wir können uns weder als Branche der Kommunikations- und Lobbyingberater leisten, dass wir hier in Misskredit gezogen werden, noch die Firmen, die sich solcher Institutionen wie uns bedienen, wollen, dass diese Institutionen oder ihr hochprofessioneller Zugang zu dem Thema irgendwie in Misskredit gebracht wird. Und die Politik hat auch kein Interesse, niemand hat ein Interesse, ganz im Gegenteil. Jeder hat ein Interesse, dass das möglichst transparent gemacht wird. Ja? Weil der Punkt ist, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich muss mich ja nicht eines Lobbyisten bedienen, um Lobbying für meine Angelegenheit zu betreiben. Ja? Wenn ich eine Bürgerinitiative gründe und einen Verein gründe gegen eine Autobahnabfahrt und ich gehe dann sozusagen zum jeweiligen Landtag, um dort meine Anliegen klarzumachen und zu den gesamten Umlandgemeinden, dann ist das nichts Anrüchiges. Ja. Eine Frage an die Arbeit, deine Arbeit hier in deiner eurer Firma, die du eigentlich auch mitgegründet hast. Woraus besteht deine Arbeit als Lobbyist? Also die eine Frage ist, woraus besteht deine Arbeit als Lobbyist, konkret oder beispielhaft? Und das andere ist, wer sind typischerweise eure Kunden prozentuell gesehen? Ja. Also branchenmäßig oder NGO und so weiter. Die typische Arbeit als Lobbyist ist eine Arbeit, die einem Mehrstufenprozess folgt. Prinzipiell gibt es einmal ein Erstgespräch mit einem potenziellen Kunden, wo der das Problem, das er eigentlich hat, einmal darstellt. Und auf Basis dieses Erstgesprächs müssen überhaupt einmal wir einschätzen, ob wir überhaupt helfen können oder nicht, oder ob wir glauben, dass es sinnvoll ist, sozusagen ihm zu helfen. Das heißt, der hat ein Anliegen. Bringen wir wiederum irgendein Beispiel. Die Politik hat vor, ein bestimmtes Gesetz zu beschließen und der Kunde, das kann jetzt ein Einzelunternehmen sein, eine Gruppe von dem ist der Meinung, würde dieses Gesetz so in Kraft treten, hätte es zum Beispiel massive negative Folgen für diese Unternehmen, weil Auflagen irgendwie strenger werden, um Betriebsanlagengenehmigung zu bekommen, weil man vielleicht schwieriger Mitarbeiter einstellen kann, was auch immer. So. Wir gehen dann meistens her und analysieren im Detail die Situation. Das heißt, wir machen eine Analyse der Ist-Situation, wie schaut die gesetzliche Lage in Letz aus, wie soll die Lage in Zukunft aussehen, welche Interessen der Politik stecken hier dahinter, warum macht man das eigentlich, welche Überlegungen sind da, wie stehen die unterschiedlichen politischen Parteien zu dem, welche Einstellungen haben die einzelnen sozusagen politischen
im Einzelentscheider, Minister, Kabinettsmitarbeiter, je nachdem, wie das Problem gelagert ist. Und nach so einer Analyse legen wir mit dem Kunden gemeinsam eben eine Strategie fest und sagen, wir glauben, um euer Ziel erreichen zu können, müssten wir mit folgenden Argumenten zur Politik gehen. Ja? Müssten wir ihnen sozusagen folgende intensive Überzeugungsarbeit leisten. Und wenn das auf eine gemeinsame Zustimmung trifft, dann geben wir sozusagen in den nächsten Schritt über, eben bestimmte Maßnahmen zu überlegen. Also in Wirklichkeit, wir nennen das ein Lobbying-Plan-Quadrat zu entwickeln und genau zu sagen, von denen, weil in den seltensten Fällen sprechen wir tatsächlich mit den Politikern, ja, oder mit irgendwelchen Abgeordneten oder Ministern, sondern machen das die Vertreter der Unternehmen oder unserer Kunden oder unserer NGO-Kunden oder sowieso selber. Wir bereiten das nur vor. Also wir sagen ihnen, mit welchen Leuten solltet ihr zu welchem Thema, warum wir reden und organisieren dann zum Teil auch die Termine. Ja? In den seltensten Fällen gehen wir in Wirklichkeit mit, sondern die sinnvoll, höchst sinnvoll, dass der ein Anliegen hat, das selber vertritt, wir brauchen uns nicht. Wir haben sozusagen das Expertenwissen, das Experten-Know-how, zu wissen, wer der richtige Ansprechpartner ist und machen einfach sehr viel Analysearbeit im Vorfeld und entwickeln eine Strategie. Und dann sieht man mit der Zeit, ob das dort auf Interesse trifft und ob sich sozusagen ein Kompromiss finden lässt. Weil am Ende des Tages, und das ist das zutiefst demokratische in Wirklichkeit, findet ein außerparlamentarischer oder außerhalb oder am Rande des politischen Systems stattfindender Interessensausgleich statt, bevor der eigentliche politische Interessensausgleich stattfindet. Das heißt, in Wirklichkeit hat es ein zutiefst demokratisches Element, weil es bietet die Möglichkeit, einen Entscheidungsprozess nicht ex post noch einmal zu reparieren, sondern im Vorfeld bereits spezifische Ansichten einfließen zu lassen. Die zweite Frage dazu war, wer sind in eurem Fall typischerweise eure Kunden? Also in unserem Fall, oder das kann man für Österreich im Speziellen beantworten, sind die Kunden nicht ganze Wirtschaftsverbände, sondern sind das meistens Einzelunternehmen oder kleine Gruppen von Unternehmen, die möglicherweise ein anderes Interesse haben als die gesamte Unternehmensvertretung. Warum? Die Wirtschaftskammer repräsentiert natürlich alle, die Industriellenvereinigung repräsentiert natürlich alle, aber es kann durchaus sein, dass ein Einzelbetrieb oftmals ein Partikularinteresse hat, das anders ist als das Interesse seiner gesamten Vertretung. Damit geht dann der Einzelbetrieb nicht zur Vertretung, weil er weiß, dort kommt er nicht durch, weil die Interessensvertretung muss ja an sich schon mal einen Interessensausgleich machen. Ja? Das heißt, der geht zu einem Einzellobbyisten, damit der ihm hilft, sein Anliegen auch durchzusetzen. Das heißt, das sind Einzelbetriebe. Es sind aber durchaus auch Institutionen ganz stark aus dem Gesundheitswesen, weil das Gesundheitswesen natürlich sehr, sehr stark von der öffentlichen Hand durch die gesamten Finanzierungsströme abhängig ist, sehr stark einem Reformprozess zurzeit unterlaufen ist und dort sowohl Ärzteschaften, Mitarbeiterschaft aus dem Pflegebereich, ganze Krankenanstalten, Verbünde oder einzelne Krankenhäuser, aber auch Pharmabetriebe eine ganze Reihe von Interessen haben, wie sie gerne diesen Reformprozess mitgestalten würden. Also am Ende des Tages geht es dort sehr stark um, im Reformprozess des gesamten Systems gehört zu werden. Also das ist sicher auch ein sehr großer Prozentsatz. Und natürlich all diejenigen Wirtschaftsbereiche, die einem starken Regulierungsdruck der öffentlichen Hand ausgesetzt sind. Das heißt, das ist vor allem die Telekommunikations-, der Energie- und der Kapitalmarktbereich. Ja. Aber dann kann man eigentlich sagen, dass die Kunden, die ihr habt, sind in erster Linie Unternehmen oder Unternehmensverbände. Kann man das so sagen? Oder Interessenvertretungen, weil zum Beispiel halt die Ärztekammer ist kein Unternehmen und ist kein Unternehmensverband. Ja? Ein Krankenhaus ist auch kein Unternehmen. Ja? Und wir haben im Prinzip sehr, sehr viele Kunden aus dem Gesundheitswesen. Ja? Ein Krankenhaus ist schon ein Unternehmen. Nein. Also es ist ein öffentlich-rechtliches, aber es ist schon ein Unternehmen. Also es ist ja... Das ist eine sehr starke definitorische Frage, wenn man mit einem Krankenhausmanager spricht. Ist eine öffentliche Einrichtung, die zwar sozusagen nach irgendwie mehr und mehr nach modernen Managementprinzipien geführt wird, aber die Großzahl der österreichischen Krankenanstalten versteht sich nicht als ein privatwirtschaftlich orientiertes oder gewinnbringend funktionierendes Unternehmen. Ganz im Gegenteil, die sind auch alle im Prinzip nach einer gemeinnützigen Struktur organisiert. Mhm. Ja? Vertritt sie auch NGOs, weil du vorhin eben gesagt hast, dass auch NGOs sich an euch wenden können? Gibt es auch immer wieder sozusagen, aber in einem deutlich geringeren Fall. Warum? Weil das in Österreich kaum notwendig ist. Auf europäischer Ebene ist das ganz anders, wo sich sozusagen in den europäischen Dialog zum EU-Parlament hin und zur EU-Kommission
die NGOs viel mehr einbringen. Also sozusagen in Österreich ist das, vertreten sich die großteils selbst. Das ist, was ich am Anfang eben gemeint habe. Ja. Die NGOs bedienen sich in Österreich generell ganz wenig einer professionellen Unterstützung, denn deren Büros ja selbst den Hauptzweck haben, in Wirklichkeit Lobbying zu betreiben. Ja. Wurscht, ob das jetzt Initiativen sind wie Global 2000 oder Greenpeace, ob das die Vier Pfoten sind, ob das das Rote Kreuz ist, für das wir immer wieder gearbeitet haben zum Beispiel. Ja. Punktuell ja, wenn der Bedarf dort so groß ist, dass sie sagen, es ist uns so wichtig, ja, dass wir jetzt gerne mit einer professionellen Unterstützung arbeiten würden, aber im Normalfall haben die eigene kleine, kompakte Büros mit sehr gutem Politkontakt und machen die Arbeit selber. Aber Sie könnten es sich auch nicht, um hier wieder den Kreis zu schließen, Sie könnten es sich wahrscheinlich in den meisten Fällen auch gar nicht leisten, oder habt ihr da Nein, das stimmt. Nein, überhaupt nicht. Warum? Das gilt sozusagen für alle dieselben Preise, aber wenn Sie es sich leisten wollen, leisten Sie es auch. Also es gibt die Beispiele, wo wir punktuell immer wieder für Sie gearbeitet haben. Um hier jetzt wieder den Kreis zu schließen, der Frage nämlich, der Eingangsfrage, die war das System immanent nämlich. Also es gibt Gesetze und wie du richtig gesagt hast, also solange die Gesetze erfüllt werden, jeder hat das Recht, seine Interessen vertreten zu lassen, das ist ja nicht illegal. Ja? Jetzt gibt es aber viele Regelungen, die Demokratie ist immer ein Entwicklungsprozess und ist niemals etwas Perfektes. Und inwieweit siehst du das auch kritisch, dass eben aufgrund der Tatsache, dass viele kleinere Unternehmen, ja, weil ich nehme an, dass eure Kunden dann keine Kleinbetriebe sind, sondern größere Mittelbetriebe bis Großbetriebe, ja, ob sie jetzt Krankenhäuser sind, die einen Non-Profit-Auftrag haben, aber die haben ja ein gewisses Geld. Ja. Je mehr Geld ein Unternehmen oder ein Interessensverband hat, desto eher kann dieses Unternehmen sich auch leisten, selbst Lobbying zu machen oder sozusagen eine professionelle Lobbyagentur anzustellen. Und dieses Argument, dass das Problem, dass das hier mit Geld Lobbying leichter zu erkaufen ist, erkaufen heißt ja nicht, ich beauftrage jemanden anderen, erkaufen heißt, ich stelle fünf Leute an. Ja. Ist das nicht an sich ein undemokratisches Instrument? Also wenn du dich wirklich herauszoomst, ja, und wenn du dir denkst, Demokratie ist das, was du auch eingangs mit anderen Worten gesagt hast, dass jeder, der einem Gesetz unterworfen ist, an diesem auch mitgestalten kann. Und da geht es ja auch um gleiche Rechte. Hat in einem marktwirtschaftlichen System, so wie es heute läuft, unter den Regulierungen, die wir heute haben, überhaupt herrschen da faire gleiche Bedingungen? Und das ist nämlich die Frage. Das ist immer eine Frage, wo man sozusagen die Nulllinie anzieht. Ich könnte sozusagen das Parallelbeispiel bringen, der Wahlwerbung von Leuten, die in einer Partei verankert sind und von jemandem, der neu antreten möchte. Im System verankerte Parteien, die bereits Abgeörtete haben, bekommen eine Parteienförderung, haben eine ganz andere Sichtbarkeit. Man nimmt das Beispiel der Fernsehdiskussionen vor einer Nationalratswahl. Wenn ich im Parlament vertreten bin, wäre ich vom ORF gefeatured. Wenn eine Partei nicht dabei ist, wird die nicht einmal gefeatured. Ist das gerecht? Ist das demokratisch? Man muss immer ansehen, wo ist die Nulllinie, also von wo betrachte ich das weg. Ja? Es gibt im gesamten demokratischen System eine Reihe von systemimmanenten Ungleichgewichten. Das hat aber mit der Demokratie zu tun, denn Demokratie ist eben in Bewegung und bedeutet sozusagen einen ständigen Interessensausgleich. Das heißt aber, dass ein Pendel ständig herumwandert. Ja? Und wenn ich sozusagen einen Druck in eine Richtung ausübe, ja, ist es systemimmanent in der Demokratie, dass sich sozusagen ein Gegendruck entwickeln wird. Das heißt, es gibt keinen irgendwie statischen Zustand und darum ist ja auch so viel in der Diskussion. Das ist ja auch das Gute an der Demokratie, ja, dass etwas nicht für immer in Stein gemeißelt ist. Und die Demokratie fordert auch die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen in ihrer Bürgerrolle, etwas selbst zu tun, wenn sie mit etwas unzufrieden sind. Und wenn jetzt eine Gruppe von kleinen Unternehmen, die vielleicht alle nur 10, 15 Mitarbeiter haben, in einer bestimmten Region von einer Regelung betroffen sind, und wir haben sowas schon beobachtet, dann schließen sich die 20 zusammen, jeder legt 1.000 Euro am Tisch und organisieren sich dort eine professionelle Unterstützung. Und das ist okay, weil das auf Eigeninitiative, auf bürgergesellschaftliche Eigeninitiative beruht. Wenn die Wirtschaftskammer es vielleicht sowieso nicht für sie macht, das ist ja das Schöne im österreichischen System, die haben ja theoretisch so oder so eine Interessensvertretung. Ja? Und wenn die 100 Anrainer von einer Autobahnabfahrt betroffen sind, dann schließen sich die so oder so zusammen. Also ich kenne in Österreich kein Beispiel, ja, wo es den Leuten dann nicht trotzdem gelungen wäre, wenn sie ein echtes, substanzielles Anliegen haben, sich zu organisieren, sich zu formieren, einen Plan zu machen und ihre Interessen auch zu artikulieren. Ja? Es könnte man gegen argumentieren, dass
Das stimmt. Ja. Nur der normale Bürger hat halt nur so und so viel Zeit, sich für seine Interessen, weil man ja für zivilgesellschaftliche Aktivität gibt es ja kein Geld, jedes mit seinem Leben, Arbeit, Familie etc. beschäftigt. Das heißt, die Ressource Zeit ist oftmals nicht da, um das zu tun, und man macht es dort, wo der Hut brennt, wie die Autobahnabfahrt, wo man wirklich direkt betroffen ist. Im Fall von, wo man indirekt betroffen ist, im Fall von, meine Steuergelder werden verschwendet in irgendwelche Eurofighter, die nicht funktionieren, da komme ich erst viel zu spät drauf, wo das Geld schon ausgegeben ist, etc., etc., etc. Das heißt, ein Argument, das stimmt, ja, und eine Selbstverantwortung ist ganz, ganz wichtig in einer Demokratie. Ja. Aber es gibt halt, wenn du das gesamtwirtschaftlich eben anschaust, also die gesamtpolitisch oder demokratisch du das anschaust, dann ist es einfach so, dass es in vielen Fällen einfach nicht dazu kommt, weil die Ressourcen und auch die Information nicht da ist. Da will ich aber jetzt vielleicht, damit wir uns nicht in einen Kreis drehen, auf den Ausgang überhaupt dieser gesamten Fragestellungen ausgehen und zur Frage der Gewaltenteilung kommen. Was verstehst du unter Gewaltenteilung, beziehungsweise welche Rolle oder welche Bedeutung siehst du hier, hat sie in einer Demokratie? Das System der Gewaltentrennung ist sozusagen immanent wichtig für das Funktionieren der Demokratie, weil sie die Macht der Staatsorgane auf eben unterschiedliche Organe aufteilt und damit ein System der Checks und Balances sicherstellt. Das heißt sozusagen, dass die Machtkonzentration der Gesetzgebung, der Umsetzung der Gesetze und irgendwie der Rechtsprechung eben nicht bei einer einzigen Gruppierung oder einer einzigen Person verankert ist, sondern dass sozusagen das auf sehr unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedliche Köpfe oder auf unterschiedliche Gruppierungen verteilt ist. Jetzt gibt es einige politikwissenschaftliche Strömungen, wobei sich hier auch die Politikwissenschaft um der Formulierung strittig ist, die Medien als vierte Gewalt definieren, weil sie sagen, im Entscheidungsfindungsprozess, wie du auch gesagt hast, gerade beim Lobbying wird das ganz transparent, haben die Medien einfach eine große Rolle im Sinne von, wo findet der Diskurs statt über die Medien, und dass die Wirtschaft, manche nennen es das Lobbying, wir schränken das ein auf das Lobbying, wird als fünfte Gewalt hier gesehen. Ob man das jetzt als Gewalt definiert oder nicht, weil de facto ist es ja keine Staatsgewalt im engen Sinne, Tatsache ist, dass als die Gewaltenteilung sozusagen ausformuliert wurde im 18. Jahrhundert von großen Staatstheoretikern, es so etwas wie Massenmedien noch nicht gab und es die Wirtschaft nicht diese Struktur hatte, die sie heute hat. Ja? Von vor allem multinationalen Großkonzernen, die Budgets haben, die wesentlich größer sind als die mittelgroßen Staaten. Ja? Also die mittelgroßen Staaten. Das heißt, inwieweit siehst du hier, dass Medien und die Wirtschaft hier auf die Staatsgewalt einen großen Einfluss haben oder auf die Demokratie, auf die Politik einen großen Einfluss haben? Die Medien haben ganz sicher einen großen Einfluss. Warum? Weil der Diskurs medial stattfindet. Der politische Diskurs findet sozusagen parallel zur Berichterstattung über das, was in der Welt, in Europa, im Land, in der jeweiligen Region, in der Stadt passiert, parallel statt. Es ist nicht auszublenden. Und weil dieser Diskurs sozusagen integriert mit den Nachrichtenströmen stattfindet, ja, ist die Politik auch gezwungen, diesen Interessensausgleich über diesen Diskurs und über die Medien transparent zu machen. Das heißt aber automatisch, dass sie auch in einer gewissen Form abhängig ist von dem, was hier transparent gemacht wird. Weil anders die Wählerinnen und Wähler ja nicht sehen können, was die Politiker für oder nicht für sie machen. Und damit sozusagen haben die Medien natürlich einen ganz, ganz anderen Impact auf das System Politik und auf die Demokratie, als das vielleicht vor 200 Jahren oder als die Gründungsväter der USA sich ihre Verfassung ausgedacht haben, damals für einen Einfluss hatten. Ja. Und allein aus dieser Überlegung heraus, nämlich Einfluss auf das Herrschaftssystem eines Landes habend, folgt die Interpretation, das ist eine vierte Staatsgewalt. Ja? Real ist es keine Staatsgewalt. Ja? Vor allem dann nicht, wenn es nicht sozusagen zwei Medien gibt, die alles dominieren. Ja? Also je pluralistischer ein Mediensystem ist, je durchwachsener, umso weniger Einfluss hat ja das einzelne Medium an sich. Aber der Diskurs muss ja irgendwo wahrgenommen werden und der findet über die Medien statt und darum gibt es eine enge Vernetzung. Ja? Welche Bedeutung siehst du hier, also worauf hat die Politik hier zu achten als gesetzgebende, regulierende Funktion, was jetzt Medienpolitik betrifft?
für eine, als Basis für eine funktionierende Demokratie? Pluralität, also nicht zu viel Einfluss einzelnen Medien zukommen zu lassen. Also je pluralistischer ein Mediensystem ist, je bunter es ist, ja, und dafür gibt es ja zum Beispiel auch die Form der staatlichen Medienförderung, ja, umso unterschiedliche Meinungsströme lasse ich ja zu, weil ja nicht automatisch gesagt ist, dass das, was in den Kommentaren in den Zeitungen steht, in jeder Zeitung gleich ist. Ganz im Gegenteil, jeder hat seine eigene Meinung. Nicht? Berichterstattung, redaktionelle, soll ja Fakten darstellen, das Feuilleton oder sozusagen der Kommentar stellt dann die Meinung dar. Das ist sozusagen, wenn man mal so will, das Brot und die Butter am Brot. Ja? Und der Konsum des Mediums schmeckt natürlich mit der Butter am Brot besser, als wenn das Brot nur trocken ist. Und je unterschiedlich die Butter schmeckt, umso schöner für die Konsumenten. Daher, eine Medienvielfalt ist für eine gelebte, für eine reife, für eine erwachsene Demokratie eine Grundvoraussetzung. Ja. Jetzt ist aber das Problem, dass die Medien nach marktwirtschaftlichen Prinzipien also funktionieren. Also das Problem besteht dort, dass in dem Augenblick, wo marktwirtschaftlich, also Gewinnmaximierung dominiert über also sozusagen den Ton angibt, ja, und wo Medien von einem Informationsgut oder Berichterstattung vom Informationsgut zum Tauschgut wird, ja, weil sozusagen alle Zeitungen nur noch dieselbe Abmeldung abdrucken, weil sie es sich anders nicht leisten können, weil sie zunehmend unter ökonomischen Kriterien, unter einem ökonomischen Druck hier arbeiten. Ja. Inwieweit ist überhaupt eine Freiheit der Medien unter solchen unter diesem ökonomischen Maxim überhaupt möglich? Also siehst du hier selber auch einen Trade-off? Oder sagst du, na, das... der ORF, auch wenn er, also Entschuldigung, wenn ich da jetzt nachhake, der ORF, auch wenn er jetzt teilfinanziert ist und einen Bildungsauftrag hat, ja, er muss aber in der Werbung, dadurch, dass er sich jetzt zu einem großen Teil auch über Werbung finanziert, ja, muss er konkurrieren. Ist nicht mehr so, dass er nicht konkurriert mit den freien Sendern. Ja? Und in dem Augenblick, wo die Werbeeinnahmen abhängen von den Quoten, hat man auch sehr schnell gesehen, in dem Augenblick hat sich die Qualität des ORF-Inhaltes auch geändert. Ja? Das heißt, wo siehst du hier auch eine Problematik oder sagst du, na, das passt, Marktwirtschaft diktiert, der freie Markt regelt alles? Man kann das nicht generalisieren, wenn es um Medienpolitik geht, weil erstens Zeitungen anders funktionieren als Radio und anders funktionieren als Fernsehen und anders funktioniert als das Medium Internet. Und anders funktioniert das zum Beispiel ein Buchmarkt. Also man kann dort nicht Äpfel mit irgendwie Fischen vergleichen. Ja? Wenn man Äpfel mit Birnen vergleichen möchte, was noch immerhin sozusagen dieselbe Kernobstsorte ist, ja, dann müsste man sozusagen, man sieht sich den europäischen Fernsehmarkt mal an und dort privatrechtlich organisierte Anstalten und öffentlich-rechtlich organisierte. Beim ORF sage ich einfach nur so, wenn sich die jeweiligen Bundesländer nicht den ordentlichen Löwenanteil an den ORF-Gebühren einschneiden würden als quasi Abgabeneinnahmen, ja, hätte der ORF gar kein Problem und wir bräuchten eine Diskussion um die Finanzierung des ORF nicht führen und damit wäre das sozusagen mal abgehackt. Ja. Wenn man aber sozusagen einen freien Werbemarkt möchte, und dann sprechen wir von einer freien Marktwirtschaft, dann kann man keinen staatlichen Sender haben wollen und kann einen staatlichen Sender nicht nach sozusagen denselben Werbegebühren, Einnahmenprogramm bewerten, wie man das bei einer rein privaten Anstalt macht. Das geht nicht. Das heißt sozusagen, man muss da die Dinge auseinanderhalten. Ja? Im Zeitungsmarkt ist das ganz anders. Man muss sich überlegen, will ich eine Staatszeitung haben, die 100% durch die öffentliche Hand finanziert wird und daher vollkommen unabhängig ist von irgendwelchen Werbeeinnahmen. Und ich habe da ein unabhängiges Redaktionsstatut und die schreiben einfach das, was sie wollen und meinen. Ja? Da könnte ich mal theoretisch in jedem Bundesland seine eigene Bundeslandzeitung machen. Ja? Ob das klug ist, weiß ich nicht. Ja? Denn es hat schon was mit Markt zu tun, nämlich auch mit Meinungsmarkt, dass man sozusagen die Produkte gerne liest oder haben möchte, die einem halt gefallen. Und dadurch muss es auch eine Meinungsvielfalt, immer eine Medienvielfalt geben. Und das differenziert sich am Markt mit aus. Die inhaltliche und redaktionelle Unabhängigkeit wird ja eben durch diese jeweiligen Redaktionsstatute und die Redakteursteams sichergestellt. Ja? Dass es einen Druck dort vermutlich gibt, ja, von Seiten der ökonomischen Führung von Medien, und da nehme ich jetzt, das bringe jetzt gar nicht die Zeitung an, sondern alle, ja, zu versuchen,
mainstreammäßig zu schreiben oder mainstreammäßig zu berichten. Denn was bedeutet Mainstream? Mainstream bedeutet, für viele Werbekunden attraktiv zu sein. Ja? Ist sicher groß. Der Punkt ist, das ist aber ökonomisch auch gar nicht vernünftig, weil es dann kein Differenzierungsmerkmal mehr gibt, warum ich mich von einer anderen Zeitung abhebe. Das heißt, dass die Gesetzmäßigkeit des Marktes an sich, dass ich ja versuchen muss, mich auch zu unterscheiden mit einem Produkt oder meiner Dienstleistung, in dem Fall mit meinem Medienprodukt, ja, stellt bis zu einem gewissen Grad genauer wiederum sicher, dass es nicht nur Mainstream gibt. Ja. Auch in der Berichterstattung, gerade wenn es um eine politische Berichterstattung geht, weil das ist jetzt sozusagen der demokratiepolitische Aspekt, nicht? Welche Form der Berichterstattung und Kommentierung gibt es rund um das, was politisch passiert? Ja? Was im Chronikbereich passiert, ob sozusagen eine Bankfiliale überfallen wird, ob es einen Wohnungsbrand gegeben hat, ob die Katze von der Feuerwehr vom Baum gerettet worden ist, ist ja nicht die demokratiepolitisch relevante Frage. Die relevante Frage ist um die Berichterstattung und Kommentierung von politischen Ereignissen und Entscheidungsfindungen. Ja? Ja? Ja. Wie siehst du das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Demokratie? Wie viel Einfluss hat die Wirtschaft auf die Demokratie und vice versa? Es gibt keine Demokratie ohne ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Was ist die Wirtschaft? Ja? Also der Einfluss eines funktionierenden Wirtschaftssystems auf ein funktionierendes demokratisches System ist enorm. In Wirklichkeit sind die beiden Systeme ganz eng miteinander verflochten, weil eigentlich das eine oder dem anderen, so wie wir Wirtschaftssysteme definieren und demokratische Systeme definieren, nicht auskommen kann. Ja, ja, und wie ist der Einfluss der Wirtschaft auf die Demokratie und wie ist der Einfluss der Demokratie auf die Wirtschaft bzw. der Politik auf die Wirtschaft, um das mal genereller zu formulieren? Ja, das kommt auf das jeweilige Wirtschaftssystem an, das vorherrscht, nicht in einer freien Marktwirtschaft ist bei Definitionen und eigentlich auch dann in der gelebten Politik der Einfluss der Politik geringer, darum heißt es ja auch frei. Ja? In einer sozialen Marktwirtschaft, wo der Staat mehr reguliert, mehr eingreift auf die Wirtschaftsordnung, ist der Einfluss logischerweise ein größerer. Aber das kommt auf das jeweilige System an. Ja? In einer Planwirtschaft, in einer staatlichen, ist der Einfluss am größten, weil da gibt das Politsystem ganz genau vor, was die Wirtschaft machen darf und soll. Ja? Die Wörter Kapitalismus und Neoliberalismus, die so im Raum schwingen in letzter Zeit, so allgegenwärtig zu einem gewissen Schimpfwort geworden, auch in den letzten Jahren. Und im Zuge der derzeitigen Wirtschaftskrise hat sich das zugespitzt, also dieses Wahrnehmen der Wirtschaft als etwas Schlechtes oder etwas Nicht-Funktionierendes, etwas Dominantes irgendwie. Und hier ist der Vorwurf, dass die in diesen letzten 20, 30 Jahren, in Österreich sage ich jetzt einmal, weil da waren die Tendenzen unterschiedlich, aber generell in Europa und in Amerika schon früher, die Wirtschaft zunehmend mehr Einfluss also auf die Politik geübt hat, beziehungsweise die regulierende Funktion der Politik zurückgedrängt wurde oder sich die Politik sich selber zurückgedrängt hat. Wie siehst du das? Also vor dem Hintergrund der Diskussion, der geschäftspolitischen Diskussion um Kapitalismus, Neoliberalismus und wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahren, kann man der Politik keinen Vorwurf machen, dass sie sozusagen weniger reguliert hat, ganz im Gegenteil. Ja. Wenn man sich die letzten 15, 20 Jahre anschaut, durch den EU-Beitritt Österreichs, ja, ist so viel Regulierungsbedarf in der Wirtschaft entstanden, egal ob das im Energiesektor ist, ja. Egal ob das im Telekommunikationssektor war, egal ob das im Finanzdienstleistungssektor war, egal ob das rund um Arbeitszeitrichtlinien und Arbeitszeitgesetz gemacht hat, im Wesentlichen in Wahrheit, dass man das überreguliert. Es ist ganz interessant, dass die öffentliche Diskussion hier immer wieder behauptet, die Wirtschaft hat sich verselbstständigt, wir hatten noch nie so viel Regulierung, so viele gesetzliche Auflagen und so viele genaue Normen, wie es zurzeit gibt. Das wohl parallel mit einer Entwicklung, in der sozusagen Unternehmensgewinne stetig zugenommen haben. Aber wenn man sich das genauer ansieht, dann war die Wirtschaft noch nie so stark und so intensiv reguliert, wie sie heute reguliert ist. Ja? Bei gleichzeitiger starker Gewinnmaximierung, vor allem großer Unternehmen oder internationaler Konzerne. Ja? Was mich zu der nächsten Frage führt, und zwar eben, weil du eben diese Gewinnmaximierung, eigentlich das Wirtschaftswachstum, auch wenn es natürlich zurückgegangen ist, weil wir ja nicht mehr dieser Wachstumsphase volkswirtschaftlich gesehen mehr drinnen sind.
Aber wir haben weiterhin reales Wirtschaftswachstum, aber die durchschnittliche Bevölkerung hat seit den 80er, also je nach Land, seit den 80er, 90er Jahren spätestens stagnierende, zum Teil auch Reallöhne, sinkende Reallöhne oder zumindest gleichgebliebene Reallöhne in den USA noch viel schlimmer. Das heißt, das ist ein Indikator dafür, dass die Einkommensschere auseinandergeht, dass die Masse der Bevölkerung immer weniger sich leisten kann, noch zu prekäreren Arbeitsverhältnissen arbeitet etc. etc. und hier eine Qualitätseinbuße hat, was die Lebensqualität betrifft, und dafür die Anzahl der Multimilliardäre, sagen wir mal, steigt. Ja. Sind alles Fakten. Und das hinter einem Wirtschaftssystem, das immer mehr sozusagen mit Angstmache auf die Politik, so auf, wenn die Steuern jetzt nicht gesunken, also was allgemein kritisiert wird, ist ja dieser Standortwettbewerb, der Steuerwettbewerb. Dadurch, dass es nicht gleiche Steuerniveaus gibt in den unterschiedlichen Ländern, kann jetzt die Wirtschaft die Politik sehr wohl unter Druck setzen und sagen, hey, liebe Leute hier im Parlament oder wie auch immer in der Regierung, wenn ihr die Steuern nicht senkt, dann produzieren wir in Timbuktu. Ja. Was auch passiert. Und selbst wenn es dann Deals gibt, wie, keine Ahnung, Fallung hier in Deutschland, dann gibt es eine Förderung von einer gewissen Region. Sobald der Vertrag abgelaufen ist, weil sie nicht illegal ist, zieht man die Arbeitsplätze ab und geht nach Rumänien, wo es jetzt billiger ist, und nach Rumänien wird es dann in Afrika wieder sein. Ja. Das ist ruinös für eine Wirtschaft, wenn auch die Wirtschaft davon funktioniert, dass die Arbeitsplätze sozusagen auch zukünftige Konsumenten sind. Also wie siehst du diesen ganzen Zyklus oder diese ganzen Entwicklungen? Also sozusagen die relativ nicht gestiegenen Arbeitnehmereinkommen im Vergleich zu den relativ sehr wohl gestiegenen Kapitaleinkünften, musst du sauber unterscheiden, ja, sind ein Faktum. Das ist aber kein Vorwurf, den man der Wirtschaft machen kann, sondern den man sozusagen den politischen Systemen dann machen kann, wenn es unterschiedliche Formen der Besteuerung und der Begünstigung von unterschiedlichen Einkommensquellen gibt. Denn es ist nicht so, dass die Unternehmensgewinne per se für alle Unternehmen, also für alle Wirtschaftsunternehmen, im selben Maß gestiegen sind wie die Kapitaleinkünfte. Von 100% der österreichischen Betriebe sind 99,5 Kleinbetriebe. Das heißt, 995 von 1000 österreichischen Betrieben haben nicht mehr als 50 Mitarbeiter. Von diesen 995 haben 800 nicht mehr als 9 Mitarbeiter. Die haben keine riesigen Gewinne gemacht. Für die sind die nicht so gestiegen wie vielleicht für ein paar ganz wenige Großkonzerne oder sehr, sehr große Industriebetriebe, die vielleicht börsennotiert sind. Also die Wirtschaft darf man gerade in Österreich, die eine sehr kleinteilige Wirtschaftsstruktur hat, auf gar keinen Fall verallgemeinern. Man sauber auseinanderhalten, muss man sagen, für bestimmte börsennotierte Unternehmen und Einzelpersonen, die ihr Einkommen primär aus Kapitaleinkünften beziehen, ja, sind die Einkommen überproportional stark gewachsen und für den durchschnittlichen Arbeitnehmer und auch für den durchschnittlichen österreichischen kleinen Wirtschaftsbetrieb nicht. Das ist eine Fehlentwicklung. Ja, das ist ganz sicher eine Fehlentwicklung, weil ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die vielen sozusagen diesen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer Betriebe gebenden, also arbeitsplatzschaffende Betriebe davon nicht profitiert haben. Das ist eine Fehlentwicklung. Das ist ein Faktum. Ja. Nur der Punkt ist, man darf da nicht der Wirtschaft generell die Schuld geben, sondern muss sagen, wer hat in der Wirtschaft davon profitiert und was stecken da für Interessen dahinter und was müsste man politisch tun, um sozusagen zu einer weiteren Fehlentwicklung eigentlich entgegenzuwirken? Kannst du deine dir selbst gestellte Frage beantworten? Wer hat profitiert? Empirisch gesprochen weiß man, ja, dass sehr viele Klein- und Mittelbetriebe primär gar nicht versuchen, ständig zu wachsen und ihren Gewinn weiter zu optimieren, sondern denen wichtig ist, dass sie einfach ein bestimmtes Niveau, das sie erreicht haben, über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können. Das heißt, die sind sehr stark an einem ökonomischen Nachhaltigkeitsgedanken orientiert. Die sind auch gerade in Österreich extrem stark in der Region verankert oder lokal ganz stark verankert und sehr stark wechselseitig abhängig. In Wirklichkeit in der jetzigen Krise ist es eine Stärke der österreichischen Wirtschaftsstruktur. Weil die aber sozusagen nicht an einer Wachstumsfantasie per se teilhaben, stellt sich für die auch nicht die Frage von höheren Lohnniveaus oder so weiter. Es gibt dort ein ganz anderes Zufriedenheitslevel.
Ja? Das ist in Großbetrieben anders. Ja? Die unterliegen auch ganz anderen globaleren Gesetzmäßigkeiten. Allein was sozusagen die Einkaufspolitik von Rohstoffen betrifft, was die Abhängigkeit von Energie betrifft, ja, was die Abhängigkeit von Weltmarktpreisen betrifft. Man muss sozusagen konsequenterweise hinnehmen, dass wenn man in einem globalen Markt agiert, man keine lokalen Gesetzmäßigkeiten mehr für sich selber und seine Sonderregelungen schaffen kann. Ja. Das heißt aber auch, dass es daher, wenn man bestimmte Lohn- und Einkommensniveaus haben möchte in einem Land, dass der staatlichen Subvention bedarf oder irgendeiner besonderen Rahmengesetzgebung oder einer Schaffung eines besonderen ökonomischen Rahmens, damit die Betriebe trotzdem wettbewerbsfähig bleiben, weil sonst können die in dem Land nicht sein. Auch das ist ein wirtschaftlich-ökonomisches Faktum. Darum ist ja um das Drohpotenzial dieser Betriebe wieder so groß zu sagen, die überregional agieren, dann stelle ich mein Werk woanders hin. Die sind ja gezwungen, weil sie bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegen, nämlich global agierenden, ja, einen bestimmten Profit zu erwirtschaften. Das heißt, du sagst hier, du sagst zwei Sachen. Das eine ist, es gibt Wirtschaft ist nicht Wirtschaft, und da gibt es einige sehr finanzkräftige, global agierende Großkonzerne, die jetzt nicht in einen Topf zu werfen sind mit dem Großteil der kleinen Milchbetriebe. Und das andere, was du sagst, ist, dass die natürlich hier auch also gewisse schwarze Schafe darstellen, beziehungsweise hier viel mehr Einfluss haben oder auch andere Interessen haben. Ja. Sie haben also große global agierende Konzerne, die beweglich genug sind, bestimmte Produktionsstätten tatsächlich real von einem Ort X im Land A an einen Ort Y im Land B zu verlagern, ja, und an denen sehr viele Arbeitsplätze hängen, haben natürlich eine andere Verhandlungsmacht als der Kleinbetrieb mit 10 Mitarbeitern, der gar nicht woanders hingehen kann, weil er lokal verankert ist. Das ist ein Faktum. Ja, und weil natürlich sozusagen vielleicht eine Region vom einzelnen Kleinbetrieb X weniger abhängig ist als vom Großbetrieb mit 20.000 Mitarbeitern, ist die Politik auch eher geneigt, wenn sie diese Arbeitsplätze dort erhalten möchte, diesem Betrieb eine Förderung zu geben, diesem Betrieb entgegenzukommen. Das ist sozusagen eine Frage der politischen Verhandlungsmacht. Ja. Größe ist in dem Fall wichtig, also size matters. Ja. Und diese Schieflagen auch entstehen, brauchen wir da nicht auch eine Art von globaler Demokratie, globale demokratische Institutionen, denn die supranationalen Institutionen, die wir ja haben, unterliegen sehr stark eben auch dem Demokratiedefizitsvorwurf, WTO angefangen, bis zu UNO und so weiter und so fort, dass die Interessen einiger starken Wirtschaftsmächte, die, wo auch eher die Großkonzerne die Finger im Spiel haben, sozusagen diktiert, wie die Welt läuft, und also selbst sozusagen kleine Mittelbetriebe in den eigenen Ländern nämlich dann aufgrund ihres Agierens unterdrückt. Brauchen wir hier demokratische Institutionen auf der globalen Ebene in einer zunehmend globalen Welt in Zukunft? Also ich glaube, dass eine globale Welt und ein globaler Markt trotzdem nicht ohne einer lokalen Welt und einen lokalen Markt stattfinden kann und dass große Betriebe genauso ihre Existenzberechtigung haben wie eine kleinteilige Betriebsstruktur und dass eine Tendenz, und die ist in Wirklichkeit weltweit feststellbar, so oder so in die Richtung geht, dass das Zeitalter der großen Megakonglomerate, die sich einfach richten, ja, zu Ende geht. Also the age of the dinosaurs is coming to its end, ja, ganz sicher. Denn die Wirtschaftskrise zeigt eben genau jetzt auf, dass eine mangelnde globale Regulierung in bestimmten Bereichen einfach einer Fehlentwicklung zuträglich ist, die dann Auswirkungen für alle hat. Und kleinteiligere, auf sich selbst abgestellte Strukturen in der Region, auf lokaler Ebene, wesentlich mehr, wenn sie aneinander verkettet sind, ein Selbstregulierungssystem auslösen. Und das ist eigentlich gewünscht und damit ist es auch viel demokratischer, weil es kleinteiliger ist und weil einfach sozusagen der Interessensausgleich ja dort auf der lokalen und regionalen Ebene stattfindet, wo die Leute auch wohnen und arbeiten. Ja? Also ich halte es für unrealistisch, dass es ein globales Regulierungssystem für die Wirtschaft gibt. Dazu sind die Interessenslagen global von Kontinenten, von großen Ländern, von unterschiedlichen Power Players viel zu unterschiedlich.
Aber weil das nicht möglich ist, halte ich es für tiefst realistisch, dass die Wirtschaftsstrukturen wieder regionaler und lokaler werden. Man wird wohl global weiter handeln, aber diese Verankerungen werden anders sein. Also ich glaube, dass es für große Konzerne in 10, 15 Jahren deutlich schwieriger sein wird, derart Einfluss auf Regionen und auf Staaten zu nehmen, als das jetzt der Fall ist. Jetzt wird von einigen Bewegungen und auch Einzelpersonen, auch Ökonomen gefordert, zum Beispiel einen internationalen Steuerangleich. In dem Augenblick, wo ich Steuerharmonisierung weltweit habe, dafür brauche ich aber auch internationale Behörden, die sozusagen das einfordern und hier auch Sanktionsmaßnahmen haben. In dem Augenblick, dann muss die Wirtschaft nicht mehr über einen Standortwettbewerb, sondern kann über einen Qualitätswettbewerb beziehungsweise ja, über einen Qualitätswettbewerb stattfinden. Das entkräftigt doch ein bisschen das, was du gesagt hast. Also in einer global agierenden Welt kann ich nicht sagen, also da kann ich genauso wie die Wirtschaft auf einer lokalen und nationalen Ebene Regulierung bedarf, und wir wollen ja jetzt die Nationalstaaten nicht abschaffen, ja, werden wir aber global gesehen trotzdem auch Regulierung brauchen, oder siehst du das überhaupt nicht? Also auch ein global einheitliches Steuersystem, ja, zum Beispiel auf die Unternehmenssteuern, würde nicht den unternehmerischen Wettbewerb in vielen anderen Bereichen ausschalten. Ja, nehme ich das Beispiel sozusagen des Arbeitnehmereinkommens. Ja, solange ich sozusagen in Bangladesch jemand für eine Arbeitsstunde, keine Ahnung, 10 Cent bezahle und in Österreich jemand für die Arbeitsstunde 15 Euro, also umgerechnet 18 Dollar bezahle, soll heißen, das 180-fache, ja, ist es vollkommen egal, ob das Unternehmen in Bangladesch 10% Einkommensteuer und in Österreich 25%, also in dem Fall Körperschaftsteuer, das ist vollkommen irrelevant. Also die Steuerfrage, die Diskussion, die da auf Expertenebene stattfindet, ist eine totale Illusionisten- und Visionärsdiskussion, ja. Die ist erst dann relevant, wenn alle anderen sozusagen Inputfaktoren, die Kosten der Inputfaktoren im Unternehmen, nämlich Energie, Rohstoffe, Arbeitskraft und was ich sozusagen im Prinzip sonst noch irgendwie Fertigungs- oder Dienstleistungsprozess brauche, wenn es dort einheitliche Marktpreise geben würde. Solange es die nicht gibt, ist dann die Frage der Gewinnbesteuerung, ja, oder der Beförderung ist vollkommen nachgelagert. In Wirklichkeit findet der Wettbewerb über die Kosten der Inputfaktoren statt und nicht den Steuerwettbewerb. Wobei ja, hier ja auch die Inputfaktoren aufgrund der ökonomischen Macht gedrückt werden. Also selbst wenn ich sage, in Bangladesch gibt es einen niedrigeren Lebensstandard, da brauche ich weniger Geld monatlich, um genauso gut zu überleben, mehr oder weniger wie in Österreich. Wenn ich sage, selbe Lebensqualität heißt gleich viele Autos, Häuser etc. Dennoch ist es so, dass trotz der niedrigen Reallöhne dort sehr viel Sklavenarbeit, das heißt unter wirklich Subsistenz, die Löhne also wirklich nicht für das Überleben sorgen können, und dort Kinderarbeit stattfindet, regelmäßig dort auch, und zwar von global agierenden internationalen Konzernen, das wird auch immer wieder aufgedeckt, dass dort Kinderarbeit stattfindet, dass dort prekäre Arbeitsverhältnisse sind, dass dort 16-Stunden-Arbeit herrscht etc. etc. Das heißt, aber das ist keine Frage, dass sozusagen das Ausnutzen der menschlichen Arbeitskraft in Ländern mit vielleicht fragilen demokratischen oder vielleicht nicht demokratischen Herrschaftsverhältnissen ist keine Frage des internationalen Steuerwettbewerbs. Das ist ausschließlich eine Frage des Rechtssystems, des Arbeitnehmerschutzes, der gewerkschaftlichen Organisation oder der Demokratisierung des jeweiligen Systems. Im Übrigen, solange dort sozusagen annähernd marktwirtschaftliche Verhältnisse sind, weil eine Demokratie bringt automatisch immer eine bestimmte Form der Marktwirtschaft mit sich, das ist eben das Wesen, warum die beiden so eng miteinander verknüpft sind, ja, findet sich auch ein Marktgleichgewicht für Löhne und Gehälter, nämlich angepasst an das jeweilige Konsum- und Produktionsniveau des jeweiligen Landes. Steuerwettbewerb und die Frage danach ist dann ein Thema, wenn ich vergleichbare Kriterien dieser Marktsysteme in einer engen Nähe habe. Also ich könnte jetzt hergehen und sagen, zwischen Indien, Pakistan, Bangladesch, Myanmar und Thailand führe ich eine Steuerwettbewerbsdiskussion, wenn dort ähnliche Einkommensniveaus, halbwegs ähnliche Energiepreise, halbwegs ähnliche Rohstoffpreise heißen würden. Dann könnte sich ein Unternehmen überlegen und sagen, tue ich meinen VW-Kleinwagen für den indischen Markt in Bangladesch produzieren oder in Indien oder in Pakistan, je nachdem, wo ich eine Steueroptimierung oder eine Förderung vom Land bekomme. Vergleichbar mit Europa, produziere ich jetzt den VW in der Slowakei, in Polen oder in Deutschland. Warum? Weil in der Zwischenzeit sozusagen die Verhältnisse Arbeitseinkommen der Arbeitnehmer, die Kosten, die für die Lebenserhaltung haben,
Miete, Essen, Getränke und Rohstoffe alle in einem jeweils ähnlichen Verhältnis sind. Dann wird Steuer ein Thema. Sonst nicht, sonst sozusagen muss sich überhaupt einmal so ein marktwirtschaftliches Gefüge herausprägen. Und das eigentliche Problem ist, warum gibt es so viel Sklavenarbeit, Kinderarbeit und Arbeit, die weit unter sozusagen dem eigentlichen Existenzminimum eben bezahlt wird, weil es dort überhaupt gar kein funktionierendes demokratisches oder marktwirtschaftliches System gibt. In Wirklichkeit hat sich in den letzten 150, 200 Jahren herausgestellt, überall dort, wo Demokratie Einzug gehalten hat, hat ein halbwegs funktionierender Markt mit Einzug gehalten und haben die Menschen eigentlich davon profitiert. In nicht-demokratischen Regierungssystemen, ja, tun sich, egal ob das Großkonzerne oder lokale Warlords sind oder wer auch immer, ja, deutlich leichter, Bevölkerung zu versklaven, auszupressen, zu unterdrücken und in Wirklichkeit als reine irgendwie Nutztiere zu halten. Also es ist eigentlich extrem zu begrüßen, mit wahnsinnig vielen Anstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft überall funktionierende Demokratien hinzubringen, in egal welches Land, wo die noch nicht funktioniert, dorthin zu bringen. Denn das bedeutet, dass man zumindest eine bestimmte Form von Markt hinbringt, egal wie reguliert oder nicht reguliert er ist, aber er stellt zumindest sicher, dass die Leute ein existenzadäquates Einkommen bekommen. Da habe ich jetzt noch eine Frage, aber das Band ist gleich zu Ende, kann ich kurz noch das nachhalten? Ja. Das, was du jetzt gesagt hast, die Selbstverantwortung liegt in den einzelnen Staaten, die Indien ist zum Beispiel auch eine Demokratie, aber von mir ist eine prekäre Demokratie, das heißt den Bürgern, Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern dort, dass sie bessere demokratische Verhältnisse schaffen, dass es gar nicht möglich ist. Welche Verantwortung hat aber, ja, haben die Wirtschaftstreibenden, das heißt hier in das österreichischen Großkonzerns, da gibt es ja auch nicht so wenige, hier Menschen nicht auszubeuten und nur weil andere Gesetze oder andere Staaten korrupt sind, hier Korruption oder illegal oder an der Grenze von Illegalität zu, weil dort gibt es halt andere, an der Grenze der Illegalität zu kooperieren und dann passt das hier schon. Also in welchem Ethikverständnis leben wir? Ja, wir leben zwar in einer Demokratie, aber weil wir in einer global agierenden Welt sind, kann jetzt der Manager XY gehen auch das und ist nach anderen Spielregeln woanders agieren. Welche, das ist mal die eine Frage. Die andere Frage ist, welche Verantwortung hat die einzelne Konsumentin, der einzelne Konsument hier zu fordern, dass die Produkte nach gewissen ethischen, demokratischen, moralischen Grundregeln produziert wurden und inwieweit hat der Staat die Verantwortung hier, Transparenz, also wenn wir so viel von Demokratie sprechen und Amerika macht ganze Feldzüge im Namen der Demokratie, ja, also hier zum Beispiel auch Transparenzmechanismen zu schaffen, wie Fairtrade-Siegel, dass ich sage, auch wenn das jetzt von irgendwo kommt, ich weiß, der bekommt aber einen fairen Lohn, weil darum geht es in meiner Demokratie, weil sonst ist das alles eine Scheinheiligkeit. Also hier schnell mal in den Raum gereift machen. Wenn man davon ausgeht, dass ein international tätiges Unternehmen in sehr unterschiedlichen Märkten tätig ist und damit in sehr unterschiedlichen Ländern tätig ist, trifft es auf jeweils unterschiedliche Kulturen, Geschäftspraktiken und eben auf unterschiedliche Regierungssysteme und damit auf unterschiedliche Ordnungssysteme. Damit ist das Unternehmen sehr stark gefordert, ja, in diesen unterschiedlichen Ländern trotzdem einem einheitlichen ethischen Standard gefolgend zu agieren. Von unserem Selbstverständnis einer westlichen Demokratie heraus muss ich denselben ethischen Standard anlegen, den ich auch hier anlege. Also ich muss dieselbe Good Corporate Practice haben, wenn ich mich meiner Bürgerverantwortung als Unternehmer besinne und sozusagen hier genauso respektvoll mit meinen Mitarbeitern umgehe, mit meinen Kunden umgehe, mich mit genauso hier an diese Normen halte, die Auflagen, die ich hier habe. Genauso müsste ich mich eigentlich auch in jedem anderen Land verhalten. Ja, das würde sozusagen einem vernünftig, ethisch, moralisch anspruchsvoll agierenden Unternehmer oder Top-Management entsprechen und müsste eigentlich auch sicherstellen, dass diese Geschäftspraktiken auch sonst überall irgendwie gewahrt bleiben. Ja. Schwierig wird das dann, wenn in den jeweiligen Ländern, und ich glaube, dass das tatsächlich schwierig ist, ja nicht das österreichische Management tätig ist. Gehen wir mal davon aus, ein österreichischer Betrieb, ja, der dort eine Niederlassung hat und ich habe dort ein, zwei österreichische Topmanager, aber im Grunde genommen sozusagen in einem zentralafrikanischen Staat, ja, sind alles andere zentralafrikanische Mitarbeiter, die vielleicht eine andere Herangehensweise dort haben und ein irgendwie anderes Selbstverständnis. Ja, das weiß der hiesige Manager, also da muss ich dich echt unterbrechen. Weil das weiß der hiesige Manager wohl, die Frage, die sich für den hiesigen österreichischen Manager stellt, ist er in der Lage, die österreichischen üblichen Geschäftspraktiken dort überhaupt so umzusetzen? Ist das überhaupt möglich, dort so Geschäft zu machen?
Es gibt irgendwie Richtlinien wie von der UNO, den Global Compact, der ganz genauso sagt, ja, Mitarbeiter sind sozusagen in jedem Land genauso zu behandeln, wie sie sozusagen im jeweiligen Heimatland des Konzerns auf höchstem demokratischen Niveau nach gewerkschaftlichen Organisationsprinzipien bla 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 eben zu behandeln sind. Nimmt das Beispiel eines österreichischen Großbetriebs wie der OMV, die das tut. Nimmt das Beispiel eines österreichischen Großbetriebs wie der Mondi, die das tut. Die behandelt ihre Mitarbeiter ja, im tiefen Ural, ja, in den Forstwirtschaftsbetrieben, ganz genau so wie ihre Mitarbeiter hier in einer österreichischen Papierfabrik. Die machen dort Community-Projekte, die bauen dort Volksschulen. Ganz im Gegenteil, die engagieren sich sogar wesentlich mehr, als sie sich theoretisch nach marktwirtschaftlichen Prinzipien tun müssten, weil sie sagen, wir wollen, dass sogar in eine Community dort eine Wertschöpfung stattfindet und wir führen die Leute im bildungspolitischen Bereich auf eine Ebene, wo wir dann eigentlich auch wiederum in Zukunft vielleicht vernünftige Mitarbeiter haben, denen wir sozusagen nicht alles erst im Betrieb beibringen müssen. Das ist eine Frage des unternehmerischen Selbstverständnisses. Ich würde als Unternehmer diesen Maßstab anlegen, der da heißt, so wie ich hier mit meinen Mitarbeiterinnen umgehe und meinen Mitarbeitern, so wie ich hier mit meinen Partnern umgehe, meinen Lieferanten und Kunden, muss ich das überall anders auch tun. Jetzt haben wir aber natürlich ein Problem in einem Rechtsstaat und wir leben in einem Rechtsstaat, weil wir in einer großen anonymen Gesellschaft leben, haben wir gewisse Regelungen. Solange es hier keine Regelungen gibt, was derzeit ist, ist das sozusagen, es scheint, dass der Wert sozusagen der Gewinnmaximierung über allen anderen Werten steht, mittlerweile auch über Menschen- und Freiheitswerten. Ja? Weil diese Angst, weil eben auch diese Abhängigkeit von einer funktionierenden Wirtschaft herrscht, das ist ja jetzt nicht. Also eine stabile, funktionierende Wirtschaft bedeutet Arbeitsplätze, bedeutet eine Stabilität, bedeutet Kaufkraft. Und also da ist diese Wechselwirkung da. Aber wir sind mittlerweile an einen Punkt gelangt, wo dieses Shareholder Value vor allem, ja, also gerade was börsennotierte, unorientierte Unternehmen oftmals ja, über anderen Werten liegt. Ja. Und das brauchen wir hier nicht einen Wertewandel, wo wir sagen, Gewinn bedeutet nicht nur ökonomischer Gewinn für Shareholder, sondern Gewinn bedeutet gesamtgesellschaftlicher Gewinn. Ja. Ja. Und würden wir sozusagen diese Werte wieder haben, ja, es war ja in allen Religionen und Kulturen und in England bis ins 18. und 19. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, sozusagen Zinsen waren als Wucher angesehen, ja, und waren etwas Illegales. Ja, und jede Religion, vom Christentum bis zum Islam etc. Also wir hatten da seit der Industrialisierung in Europa einen unglaublichen Wertewandel. Ja. Und den Wertewandel, für den sind wir alle zuständig. Das sind nicht ein paar böse Bosse in der Wirtschaft, das ist schon klar. Aber brauchen, siehst du das hier nicht auch, dass wir eigentlich, das Problem sind die Werte, unter denen wir heute agieren. Weil unter dem Wert der Gewinnmaximierung, und der Beste ist der, der den größten Gewinn macht, ja, kannst du in dem Augenblick, wo du anfängst, ethisch zu agieren, hast du ein Problem, weil dann wirst du als Manager rauskaut. Ja, weil ich stimme nur zu, ja. Aber ich würde sagen, die Frage der Werthaltung ist die, und das ist das Schöne an einer Demokratie und einem Markt, und je freier der Markt ist, eigentlich umso besser ist das, ich habe auch Konsum- und Wahlfreiheit. Und ich kann jemand, der nicht sozusagen gemäß meinem Wertesystem produziert oder gemäß meinem Wertesystem wirbt oder gemäß meinem Wertesystem verkauft, abstrafen, indem ich seine Produkte nicht kaufe. Ich muss einen durch Kinderarbeit irgendwie hergestelltes Turnschuhprodukt nicht kaufen. Ich muss sozusagen Eier im Supermarkt, die aus einer riesigen legehängenden Batterie kommen, nicht kaufen, wenn ich die lieber von den Freilandhühnern haben möchte. Dass die vielleicht dort, weil sie nach ökonomisch kostengünstigeren Kriterien hergestellt werden, billiger sind und die anderen teuer sind, ist logisch, weil das ist wiederum das irgendwie Systemimmanente des Marktes. Aber ich zahle halt dafür dann vielleicht gerne diese 50 Cent pro Eierpackung mehr, weil ich dadurch auch ein wertorientiertes Statement setze. Und das ist eine Ausdifferenzierung, das ist eine Form in der Demokratie. Wenn ich eine staatliche Planwirtschaft habe, die sagt, ich brauche am Tag so und so viele Millionen Eier und mir ist vollkommen wurscht, wie die hergestellt werden und der Konsument zahlt sowieso einen Fixbetrag, ja, dann hat er auch diese Wahlfreiheit gar nicht. Dann gibt es auch gar keine Kontrolle. Also auch in dem Sinn ist Demokratie und Markt wieder gut, weil sich auch die Käuferschicht demokratisiert und damit die Freiheit hat, auch da ein ganz klares Statement zu setzen. Das ist auch beobachtbar und ich finde das auch gut. Ja. Also, ich glaube nicht, dass es einen Wertewandel braucht, der sozusagen staatlich reglementiert sein muss. Der Wertewandel stellt sich durch öffentliche Diskussion ein. Und da schließt sich sozusagen der Kreis. Ein funktionierendes pluralistisches Mediensystem, und das Internet hilft da sehr viel, das über menschenverachtenswürdige Zustände, Produktionssituationen berichtet, das über Sklavenarbeit berichtet, über Kinderarbeit berichtet, das über Chemieverunreinigung und Verschmutzung berichtet, das über Energieverschwendung berichtet, führt zu einem öffentlichen Diskurs über die Probleme und führt dann auch zu einem bestimmten Konsumverhalten der Leute. Und dadurch trennt sich die Streu vom Weizen. Das ist, was ich meine, wenn jemand über einen bestimmten Zeitraum hinweg kontinuierlich Menschenrechte mit Füßen tritt,
die Natur mit Füßen tritt, ja, dann wird er sich am Markt nicht lang etablieren können. Ich finde, dieser Wertewandel ja schon statt. Wir müssen ihn gar nicht staatlich reglementieren. Naja, aber kann der Staat nicht nachhelfen, dass so etwas schneller geht? Also es gibt schon staatliche Regulierungen sozusagen, beziehungsweise Regulierungen. Nein, weil er dadurch in den Wettbewerb eingreift. Nein, und das lehne ich ab. Nein, nicht in den Wettbewerb. Ich lehne auch sowieso eine staatliche Reglementierung ab. Der Punkt ist, mir ist es lieber, sozusagen, es regelt sich am Markt selbst, ohne dass ich eingreife, weil jeder Eingriff des Staates in Auflagen, in Normierung, in Information, in bestimmte Formen des Marketings sozusagen verzerrt den Wettbewerb. Ich bin dann für staatliche Reglementierung, wenn es prinzipiell zum Beispiel um irgendwie Umweltschutz geht, wo es im Prinzip harte Auflagen geben muss, ja, wo es sozusagen um ganz klare Auflagen gehen muss, die sozusagen verhindern in unseren westlichen Demokratien, dass im Prinzip Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten werden, das ist okay. Aber es gibt immer sozusagen einen ganz sauberen Punkt, wo man sagen muss, da wird es dann zur Überreglementierung. Ja? Da beeinflusst das dann auch die ganz normale Form des Wettbewerbs. Also ich bin schon sozusagen eher für die freie Marktwirtschaft, wo der Staat eine unsichtbare Hand im Hintergrund hat, der generelle gesetzliche Rahmenbedingungen festlegt, aber sich der Wettbewerb trotzdem dann am Markt selbst findet. Wenn man das Beispiel sozusagen von anderen Ländern hernimmt und sagt, was kann der österreichische Staat oder die Europäische Union tun, um zu verhindern, dass Produkte, die mit Kinderarbeit irgendwie hergestellt werden, aus dem asiatischen Raum nach Europa kommen, gibt es ganz klare irgendwie Handlungsoptionen, die die Europäische Union hat. Ich kann solche Produkte, nämlich solche Produktgruppen, solche Länder mit einem Importverbot versehen. Und auch das ist eben eine Form der Demokratie, dass hier findet der Diskurs medial statt, dann gibt es einen medialen Druck, dann können sich NGOs, NPOs oder einzelne Länder dafür auf der europäischen Ebene einsetzen, dass sozusagen das nicht importiert wird. Und dann kann die Europäische Union einmal dem Land dort drohen. Und wenn sozusagen das dem Land wurscht ist, ja, dann wird man sozusagen die Produktgruppe einfach mit einem Importverbot versehen. Und das findet ja auch statt. Das ist ja keine Illusion. Diese Dinge finden real statt. Aber findest du auch zum Beispiel Informationen auf Gütern, die ich im Supermarkt kaufe oder in Geschäften kaufe, dass da eine Etikettierung ist, was weiß ich, wurde unter Anführungszeichen Fairtrade hergestellt. Und Fairtrade muss nicht bedeuten, selbst in Österreich, also man hat ja auch Kaufhausgruppe Aldi, best bekanntes Beispiel, dass ich muss nicht nach China gehen, dass Arbeitszeit Regelungen bzw. arbeitsrechtliche Regelungen überhaupt ausgehöhlt werden, bestehende Regelungen. Ja. Da kann man dann auch sagen, funktioniert unser Rechtsstaat nicht, aber eine gewisse Etikettierung ist ja keine Regulierung der Wirtschaft. Wenn eine Institution wie ein Staat, der sozusagen eine extrem hohe Macht zugeschrieben wird, weil er durch seine Exekutivgewalt einfach das Gewaltmonopol hat, ja, und dadurch als extrem vertrauenswürdig und mächtig gilt, ja, dem zugebilligt wird, eine Etikettierung und ein Gütesiegel für bestimmte Produkte zu vergeben, ja, halte ich das für problematisch. Weil wie und in welchem Ausmaß und in welchem zugrunde liegenden Diskussionsprozess, ja, wird tatsächlich festgelegt, sozusagen, wann etwas diesem Gütesiegel unterworfen werden kann oder nicht. Das ist ein extrem schwieriger Prozess, weil das kann ja auf der europäischen Ebene nur mehr in einem Diskussionsprozess laufen, der supranational über alle 27 Nationalstaaten stattfindet. Und ich habe ja nicht einmal, wie das heute schon einmal angesprochen, auf der europäischen Ebene diese Vergleichsniveaus. Dann, wenn wir theoretisch in allen 27 europäischen Ländern dieselben Arbeitszeitgesetzgebungen hätten, dieselben Lohn- und Einkommensniveaus, dieselben Ressourcenpreise, dieselben Energiepreise, ja, dann kann man sowas machen. Man kann das immer nur dann machen, wenn eine echte Vergleichbarkeit bei gesetzlichen Regelungen und Input-Faktorkosten vorherrscht. Dann kann ich mir sowas vorstellen. Dann kann man sagen, okay, es gibt eine Art Gütesiegel, aber es muss dann irgendwie Vergleichbarkeit in allen Märkten da sein. Ich kann nicht einmal im Detail die Regelungen in Österreich und Deutschland vergleichen. Also wie kann ich, wenn in einem Markt, wo ich solche Güter verkaufen darf in Österreich, die in anderen europäischen Ländern produziert werden, dann mit solchen Geschichten werben oder nicht werben. Das ist einfach höchst problematisch für den Markt. Wenn es eine Vergleichbarkeit gibt, ja, das habe ich auch im Prinzip vorhin gemeint mit, bringen wir das Beispiel, eine Vergleichbarkeit zwischen Inputfaktorkosten in Asien und Europa, dann kann man auch darüber diskutieren, kann man einen steuerrechtlichen Wettbewerb, ja, vergleichen. Aber solange die Vergleichbarkeit fehlt und vor allem sozusagen die gesetzlichen Regelungen so unterschiedlich in diesen Teilländern sind, ist es eine sehr, meiner Meinung nach, hanebücherne Diskussion. Letzte Frage. Wir sagen immer, wir leben in einer Demokratie. Faktum ist, unsere Politik ist demokratisch organisiert. Die meisten anderen Lebensbereiche, das weiß ich, Schule, Bildung und so weiter und so fort, die Wirtschaft, sind nicht demokratisch organisiert.
wobei es da Unterschiede gibt, geschichtlich gesehen in Deutschland, zum Beispiel in Österreich, hatten wir gerade in der Nachkriegszeit sehr starke Gewerkschaften, wobei sie wieder an Rolle verloren haben hier, das können wir jetzt nicht mehr erkunden. Aber um wirklich von einer Demokratie zu sprechen, sollte dann nicht zum Beispiel auch die Wirtschaft demokratisch strukturiert sein. Sie ist derzeit sehr autoritär strukturiert, von der Unternehmensgründung angefangen bis zum Mitbestimmungsrecht. Was heißt demokratisch strukturiert in der Wirtschaft? In dem Sinne, wenn Wirtschaft uns so stark betrifft, als Einzelnen, es betrifft mich als Arbeitnehmer, es betrifft mich als Konsument, es betrifft mich alles, was Umweltschutz betrifft und so weiter und so fort. Warum habe ich hier kein Mitbestimmungsrecht? Ist das nicht eine, und hier geht es nicht nur um die Wirtschaft, es geht auch um Mitbestimmungsrecht auf der Universität. Zunehmend haben die Interessensvertretungen auf der Universität auch an Bedeutung verloren, du weißt das am besten. Ja? Es gab eine Zeit, wo die ÖH zum Beispiel eine starke Interessensvertretung, das wird auch wieder zurückgedrängt, ja? Genauso wie die Gewerkschaften. Aber Unternehmen funktionieren unter einem sehr top-down-orientierten, der Manager bestimmt, das ist ein totalitäres Regime, ein Unternehmen, in Wahrheit. Ja? Unter Anführungszeichen, weil es sind da andere Kriterien. Es gibt gewisse Marktfreiheiten, ich kann ja für jemanden anderen arbeiten gehen, aber wenn es Arbeitslosigkeit gibt, habe ich nicht die Freiheit, zu jemandem anderen zu gehen und dann bin ich diktiert. Das heißt, Mitbestimmungsrecht haben die Mitarbeiter nicht. Das heißt, Das Prinzip der Marktwirtschaft basiert auf dem Prinzip des Eigentums, also das kapitalistische Marktsystem basiert auf dem Prinzip des Eigentums und der Marktwirtschaft, eng verbunden mit der Demokratie. Demokratie hat, wie wir eingangs gesagt haben, sozusagen definiert sich als eine Herrschaftsform, also in Wirklichkeit sozusagen ein System, das unser all Zusammenleben regelt und nachhaltig sicherstellt, in dem die Bürgerinnen und Bürger der letzte Souverän sind und unterstellt, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger in diesem Land die gleichen Dinge dürfen und gleich viel wert sind in unserem öffentlichen Zusammenleben. Und mit dieser Demokratie sind eine Reihe von Grundrechte verbunden, also Menschenrechte, die wir definiert haben. Eines dieser Menschenrechte sozusagen ist die Erwerbsfreiheit. Jeder ist frei, in dem zu entscheiden, wie er gerne seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Sozusagen ein wie international verbrieftes irgendwie Menschenrecht. In vielen Ländern wird das nicht sozusagen aktiv gelebt, aber steht nicht nur sozusagen in der Charta der Vereinten Nationen, in der Menschenrechtscharta, sondern sozusagen wurde bei uns schon irgendwie Staatsgrundgesetz von 1868 fixiert. Ja, und ist in der Zwischenzeit sozusagen auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention übernommen. Das heißt, jeder ist frei zu entscheiden, und ich sage jetzt dazu sozusagen, dass bestimmten Rahmenbedingungen das eher begünstigen oder erschweren, ja auch seinen zum Beispiel Bildungsweg frei zu wählen. Will ich ein Friseur werden oder will ich sozusagen eine Automechanikerin werden? Möchte ich versuchen, nach Möglichkeit meiner Talente ein Zahnarzt zu werden oder ein Anwalt? Möchte ich versuchen, ein Pilot zu werden oder würde ich gerne, weil es mich interessiert und weil ich glaube, dazu irgendwie geschaffen bin, ein irgendwie Unfallrettungsfahrer beim Roten Kreuz zu werden? Oder traue ich mir zu, ein Risiko auf mich zu nehmen, und das ist der ganz besondere bestimmte Punkt, ein Unternehmen zu gründen? Das ist wesentlich mehr, als nur irgendwo einer angestellten, bezahlten Tätigkeit nachzugehen. Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet. Das stimmt. Aber meine Frage war Wirtschaftsdemokratie. Sollte nicht die Wirtschaft auch demokratischer strukturiert sein? Nein, und zwar aus einem ganz simplen Grund. Ja. Demokratie bezieht sich auf die Strukturierung unseres allgemeinen Zusammenlebens im Gesamtsystem. Demokratie bezieht sich nicht auf das Unternehmen an sich. Im Unternehmen an sich gelten und müssen andere Regeln gelten. Das ist sozusagen, das Unternehmen regelt ja nicht sozusagen unsere gemeinsame Form des Zusammenlebens und wie unser Staatssystem funktioniert, sondern das Unternehmen regelt in seinem Systemstruktur, wie ein Produkt organisiert wird und eine Dienstleistung erbracht wird. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum das in irgendeiner Form denselben demokratischen Regeln zugrunde gelegt werden sollen. Warum? Weil ja auch andere Kriterien gelten. Es gelten dort Effektivitätskriterien, es gelten dort Effizienzkriterien. Eine Demokratie ist ja auch nicht im Wettbewerb mit einer anderen Demokratie. Ja? In einer Demokratie gibt es auch sozusagen keinen Preis an sich. Ja? Sozusagen, ich zahle ja auch in dem Sinn keinen Preis, und sozusagen in Österreich im Verhältnis, sozusagen, weil ich eine österreichische Demokratie kaufe, als bei einer irgendwie deutschen Demokratie. Der Wettbewerb findet sozusagen statt um die politische Repräsentanz. Und das folgt ja sozusagen über das Wahlsystem auch wieder den Wettbewerbsgedanken eines Marktes. Ja? Da kann man trefflich diskutieren, ob das sozusagen partizipatorisch genug ist oder nicht. Ja? In einer betrieblichen Struktur, wo es um Eigentum, um Ertrag und um Risiko geht, ja, haben sozusagen partizipatorische Elemente vielleicht dann einen Sinn, wenn sie sozusagen dem Erfolg so eines Systems dienen.
per se tun sie das definitorisch einmal nicht. Das sagt ihm, das kann sein, das muss nicht sein. Und weil es nicht sein muss, kann es dafür auch sozusagen keine quasi Zwangsimplementierung eines demokratischen Systems geben. Im Übrigen gibt es ja sozusagen eine Arbeitnehmermitbestimmung in einer sehr unterschiedlichen, gewichteten Form in unterschiedlichen Ländern, die sich auch sehr stark bewährt hat. Ja? Aber warum das sozusagen anders organisiert ist als eine Demokratie ist, weil ich auch in einem Betrieb keinen Interessensausgleich brauche. Weil sozusagen, wenn sozusagen eine freie Marktwirtschaft gut funktioniert, sowieso einen gesetzlichen Rahmen gibt, der genau regelt sozusagen, wie bestimmte Produktionsressourcen, die Umwelt geschützt werden muss, der Arbeitnehmer eben geschützt werden muss, ja, um sozusagen ein vernünftiges Produkt und eine vernünftige Dienstleistung für den Markt eben irgendwie erstellen zu können. Ja. Das dafür gibt es sozusagen an und für sich per se keine Notwendigkeit. Wenn sich 5 Leute zusammenschließen, und das steht ja jedem frei, das ist ja auch das Schöne sozusagen an der Erwerbs- und Einkommensfreiheit, ja? 5 Personen zusammenschließen und sagen, wir wollen ein Ding gemeinsam machen, dann können die das ja gemeinsam organisieren, das steht ja jedem frei. Das ist auch das Schöne an dieser Form der Wahlfreiheit. Ja? Sind die nicht freier, die mehr ökonomisches Macht haben? Nein, weil sozusagen ökonomische Freiheit nicht automatisch mit irgendwie Risikolosigkeit verbunden ist und es ist immer eine Frage sozusagen, wie viel irgendwie Risiko ich trage. Wir haben sozusagen in der gesamten Diskussion den Aspekt des Risikos immer ausgeblendet. Also Sicherheit und Risiko. Und entlang dieser Dimension sozusagen müsste man eigentlich die Dimension Freiheit und Unfreiheit entlang von Risiko und irgendwie Sicherheit sozusagen diskutieren. Ja? Und das heißt, wenn wir unterstellen würden, dass es sozusagen kein Risiko gibt und sozusagen Unternehmertum genauso sicher ist oder sozusagen betrieblicher Besitz und Erwerb genauso sicher ist, eingebunkert, wie quasi sozusagen das irgendwie Angestelltentum und das Angestelltenschaft, dann könnte man diese Diskussion so führen, das ist es aber nicht. Sozusagen unterschiedliche Formen des Erwerbs und des Einkommens unterliegen unterschiedlichen Formen des Risikos und der Unsicherheit. Sicher ist nämlich in Wirklichkeit gar nichts. Ja? Und dort findet sozusagen der irgendwie Trade-off statt. Das ist in der Demokratie anders. In der Demokratie trachten wir alle danach, größtmögliche Sicherheit und Gleichbehandlung für alle zu haben. Ja? Und was man sozusagen hier auch nicht betrachtet, und wenn es um die Wirtschaftsdemokratie geht, es steht ja auch jedem frei, mehr oder weniger zu leisten. Weil ja auch wir sozusagen für niemand unterstellen, dass er sozusagen gleich viel Geld verdienen möchte oder sozusagen im Leben dieselben Ziele hat. Aber wir unterstellen in der Demokratie, und das ist wichtig, ja, das ist ganz, ganz demokratiepolitisch elementar, in der Demokratie unterstellen wir ja, dass wir wollen, dass der Staat jeden gleich behandelt, dass jeder sozusagen die gleiche Gesundheitsversorgung bekommt, dass jeder von der Polizei gleich stark geschützt wird, dass jedem seine Stimme bei der Wahl gleich viel zählt. Demokratie soll eine Gleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger im Sinne eines fairen und gerechten Zusammenlebens sicherstellen. Wir unterstellen aber nicht, dass jeder die gleichen Lebensprinzipien hat oder dass jeder dasselbe arbeiten möchte. Das ist der große Unterschied zwischen Markt und Erwerb und dem staatlichen sozusagen System, das wie erhalte ich die Gemeinschaft am Laufen. Ja, hier unterstelle ich Gleichheit und hier gibt es sie aber auch nicht. Ja. Ich hätte noch so viele Fragen, ich werde das hier abschließen und hoffe, dass wir das weiterführen. Das wirklich weiterführen, ja. Auf einer privaten Ebene, das wünsche ich mir. Ja. Ich das sehr bereichernd finde. Wenn man davon ausgeht, dass sozusagen Unternehmerinnen und Unternehmer verantwortungsbewusst handeln, also nicht nur eine Rolle als betriebswirtschaftlicher Unternehmer haben, der an seinen Produkten und seiner Dienstleistung interessiert ist, sondern auch eine Rolle in der Gesellschaft haben, also ihr Unternehmen ja auch eine Bürgerrolle hat, ja, damit das Zusammenleben funktionieren kann in einer gelebten Demokratie, heißt das, dass ich mich sowieso einem bestimmten Wertesystem unterordnen muss. Das heißt aber, dass ich davon überzeugt bin, dass ich das immer besser machen kann als der Staat. Ich komme ja meiner gesellschaftspolitischen Verantwortung so oder so nach. Ich schaue ja so und so auf meine Arbeitnehmerinnen und Arbeiter. Ich habe ein Interesse daran, dass es denen gut geht. Ich habe ein Interesse daran, weil ich in dem Land weiterleben möchte, dass ich die Energie irgendwie ressourcensparend einsetze und die Umwelt nicht verschmutze. Das heißt, ich lehne per se jegliche staatliche Norm, jede Vorschrift und jede Einmischung, soweit es geht, ab, weil ich ja davon ausgehe, dass ich mich sowieso darum kümmere. Also im Sinne der staatlichen Subsidiarität will ich den Staat überhaupt nirgends irgendwo haben, weil der Unternehmer macht sowieso immer besser. Und die Bürgerinnen und Bürger machen es auch immer besser als der Staat. Ich brauche den Staat überall nur dort, wo ich ein Marktversagen habe oder ein Bürgerversagen habe. Überall dort, wo er sozusagen ein öffentliches Gut bereitstellen muss, das wir nicht bereitstellen können. Also eine gleiche Gesundheitsversorgung für alle können wir nicht bereitstellen.
eine gleiche Sicherheitsstruktur, eine polizeiliche für alle können wir nicht bereitstellen. Das muss der Staat machen. Aber alle anderen Einmischungen lehnt man im Idealfall eigentlich ab, weil wir Unternehmerinnen und Unternehmer und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wesentlich besser machen und günstiger und effizienter und motivierter als der Staat. Aber wie will es eine Regelung darf es geben? Dort, wo sie notwendig sind. Ja.